Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Daumen dabei. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Genau, wir gucken uns heute an Dredge gegen Burn. Beides zwei Decks, die nicht so wirklich mit dem Gegner spielen. Ja, Burn schon mehr als Dredge. Dredge hat Discard. Burn eine Menge Burn. Ja, ja, aber das geht ja ins Gesicht. Ja, ja, aber das spielt im Endeffekt mit dem Gegner. Ja, in dem Matchup, Game 1, sehe ich eigentlich fast keine Möglichkeit für Burn zu gewinnen. Boah, ganz schwierig. Und Game 2 und Game 3 auch. Wenn hier der Dredger richtig scheiße dredgt und erstmal drei Brücken reinhaut und der Burn-Spieler sich selber an irgendwas wegflexen kann. Ja, das stimmt. Also sich selber Kreaturen wegflexen ist halt im Burn doch ganz gut machbar. Das stimmt schon. Ist auch eine solide Strategie im URL dagegen. Von daher ist halt... Ja, kann ich sehen. Kann ich auf jeden Fall sehen. Ist halt die Frage, ob der Burn-Spieler das sieht und auch macht. Oder ob es überhaupt so weit kommt. Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt. Dazu kommt ja auch immer wieder, dass Game 2 und Game 3 meistens ja in Favor der anderen Decks sind. Hm. Weil jedes Deck hat am Sideboard Gravejot Hate. In irgendeiner Variante. Ja, und Goblin Guide, der Lieblingsstart von jedem Burn-Spieler. Das ist ein Dredge oben drauf. Auch nicht bad. Jo. Kann man mal. Hier wieder super Schleichwerbung für Ultimate gehört. Ja, ja. Das ist eine kleine Schleichwerbung. Mhm. Ich mag die Box. Du brauchst eigentlich eine Matte von Tokens für MTG. Das ist korrekt. Die brauche ich auch noch. Da kommt jetzt wahrscheinlich Careful Studies. Okay, Careful Studies zieht zwei Karten, wirft zwei Karten ab. Ist nicht so mächtig. Noch ein Careful Studies. Oh, das sind aber ein Dredge 5 und ein Dredge 6. Ne? Ja, wenn jetzt natürlich ein Lotus Petal kommt. Das wäre schön. Ja, aber nein, kommt nicht. Wieso wird das Careful Study unten drunter gelegt? Das ist nett. Das wird oben drauf gelegt eigentlich. Ja, aber bei Dredge ist ja der die Eidolon und ein Dredge 6 oben drauf. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall fest in den Dredge 6 gehen. Ja. Was ganz nett ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein Nekromöben-Trigger. Die Ishuriden können nicht mehr triggern. Ja, nächste Runde. Ja, aber diese Runde nicht mindestens mal. Nee. Das ist auch sehr gut, dass sie die so gebirdet haben, wie sie gebirdet sind. Mhm. Dann kommt die Careful Study. Da passiert jetzt eine Menge. Trigger. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind alle Breakthroughs weg. Ja, ja, das tut weh. Und man hat noch ein Dredge 4. Oh, wunderschöner Festes Looting. Boah, da, die sind so grottenhässig. Nein, nein, die sind wunderschön. Oh. Man findet sie halt immer ganz gut im Friedhof. Ja, das ist das Einzige, was die ausmacht. Dass ja. Die sind... Ja, guck sie dir an, was ich spiele. Boah, das ist AIDS in Kartenform. Nee, es ist großartig. Vor allem das Interessante ist ja, man kann ja mit Dredge auch ganz viel machen mit den New Bordern und mit den Future Side Bordern, ja, und so weiter, stimmt, und so fort. Und, dass du dir die Border quasi genauso zurechtlegst, wie du sie brauchst. Genau. Und das ist damit halt ganz cool. Da kommen drei Zombies. Ja. Und ein Eidolon-Trigger, vermutlich. Sein wird vergessen. Ne. Kommt. Die Frage ist, auf wen man gezählt hat. Ja, okay, wurde nicht vergessen. Man zieht auf sich selber und nimmt den Golgari Grabtrupp. Macht am meisten Sinn. Ja. Natürlich jetzt ziemlich mächtig, hier einfach mit drei Zombies rumzuballern. Lungern. Auf der anderen Seite 11 Leben ist auch nicht mehr so viel. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob man als Burn-Spieler jetzt dafür geht und sich halt einfach mal eine Kreatur wegflext. Ich glaube, sich selber eine Kreatur zu zerstören, weil für die Leute, die es nicht wissen, die Zombies werden von der Brücke Bridge from Below produziert, die nur triggert, solange sie im Friedhof ist. Und sie wird direkt aus dem Friedhof entfernt, wenn beim Gegner eine Karte in seinen Friedhof geht. Eine Kreatur. Ja, eine Kreatur, Entschuldigung. Aber muss vom Feld in den Friedhof. Hier wird auf die gegnerische Kreatur geboltet. Ja, eigener Trigger, danke. Ich glaube, da wird nochmal überlegt. Ja. Also hier macht es, glaube ich, einfach Sinn, sich selber eine Kreatur wegzubolten. Ans Gesicht. Auch ein wunderschöner Bolt.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Wenn der nicht in Foil wäre, würde ich den irgendwie aus Versehen mitnehmen. Ja. Dreimal runterfallen lassen, dreimal drei Death in Texas mitnehmen. Ja. Okay, noch einen. Okay, man kann natürlich auch einfach fürs Gesicht für Lethal gehen, wenn das klappt. Wenn das klappt. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber das kann man natürlich auch machen, einfach die Brücken ignorieren und einfach möglichst schnell sein. Fünf ins Gesicht. Ja, man braucht ja im Endeffekt nur einen Fireblast und darauf hoffen, dass der Gegner ein Spell spielt. Stimmt. Jetzt kommt erstmal. Ja, zwei Ichurits. Ja, jetzt hat man halt die Blocker offen. Das heißt, reinrennen ist für den Dirt-Spieler halt manchmal auch nicht so geil. Ja, auf der anderen Seite, wenn man im Block seine Bridges verliert, kann man die ja immer noch benutzen. Da war auf jeden Fall der Ochse dabei. Da war der Ochse dabei, aber man hat keinen Mana, oder? Nee, leider nicht. Das passiert leider ziemlich häufig. Ist mir aufgefallen mit dem Ochsen. Ja. Okay, hier kommen nur die drei Ichurits und die Nakromöbe. Das sind 6-7. Das ist nicht viel. Nee. Okay, die Ichuriden gehen nachher wieder. Ich glaube, der Burn-Spieler geht halt wirklich da drauf, dass er Top-Deck... Top-Deck, da hätte ich aber zumindest das Eidolon reingehalten. Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach zu viel Angst, wenn man jetzt wirklich einen Fireblast auf der Hand hat, dass man das Eidolon reinhält und dann nichts mehr hat. Ich hätte eher noch den Goblin Guide reingehalten. Stimmt. Oh. Also den Goblin Guide reinhalten für... der Gegner kriegt nur 3 statt... 9 Zombies hätte man machen können. Weil so ist nächste Runde safe aus. Ja, hier werden nochmal die Zombies adjusted, wie viele Zombies man wirklich hat. Das sind 4 Mountains. Unerwartet knapp. Ja, tatsächlich. Also normal ist es Dredge jetzt schon way overhead oder Burn hat einfach schon viel zu schnell ausgemacht. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, habe ich das Gefühl. Die Frage ist halt, ja genau, wenn man jetzt enttappt, also genau, die beiden Ichurits holt. Ein Ichurit, zwei Ichurit. Ja. Zwei Ichurit. Okay, nur ein Ichurit, wahrscheinlich hat man keine schwarze Karte am Friedhof. Da kommen auf jeden Fall ein paar neue und da ist auch der Flamekin, der Eile gibt. Genau. Den man auch gar nicht mehr braucht. Nee, das nicht. Aber man kann ihn spielen, weil der Flashback-Zauber, wenn man ihn hat, ich weiß es gar nicht, ich habe nicht drauf geachtet, ich glaube, man hat keinen Flashback-Zauber. Und selbst wenn, kriegt man keinen Damage, weil der 4 Mana kostet. Mhm. Was ganz gut ist. Aber ja, er wird einfach quergelegt. Da kann man einfach so machen. Ja, ist halt immer, ne? Außer der Burn-Spieler zaubert jetzt noch was aus dem Hut. Er könnte jetzt natürlich auf den Attack liefern. Ja. Wenn er das macht. Hm. Aber... Der macht spannend. Ja. Nee, auf jeden Fall ist es hier halt wirklich nur noch Fireblast, glaube ich. Dadurch, dass halt der Dredge-Spieler halt wirklich nichts mehr gespielt hat, um eben aus der Fireblast-Range raus zu sein. Hm. Das war clever. Ja. Es ist halt so, dass da halt echt... Noch nicht mal das Cephaliden-Kolosseum getappt. Nee, nichts mehr. Dadurch, ich gehe mal davon aus, da war ein Fireblast oder sowas. Ich gehe auch davon aus, dass da Fireblast war und dass man da wirklich noch überlegt hat, okay, wie kriegt man es noch hin? Exquisite Firecraft geht auch auf den Spieler, oder? Ja, ist eine Hexerei. Ja, ja, aber das wäre halt auch so ein Out gewesen. Also es gibt ja jetzt beim Burn relativ viele Spells, die 4 Schaden schießen können. Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Hier hat man jetzt gesehen, man hat sehr, sehr viele Anti-Verzauberungs- Gravejard-Hate-Karten reingenommen und der Burn-Spieler wird vermutlich entweder Fairies, was diese ganze Verzauberungs-Hate sehr sinnlos machen würde, ja. Aber nicht annähernd so gut sind wie zum Beispiel Leylines, oder hat einfach Leylines geboardet. Leylines sind natürlich hier um einiges besser. Das ist jetzt die Frage, was halt im Sideboard, da ist eine Fairy. Aber die Fairies können halt maximal am Anfang auf die Dredger gehen. Es gibt halt die Möglichkeit, dass man auch ein Split spielt mit 3-2 macht. Ja, dass man 2 Fairies und 3 Leylines oder 3 Leylines, 2 Fairies. Genau, das geht auf jeden Fall auch. Aber ist ungewöhnlich. Ja. Ja, ich habe ja jetzt auch mal ein paar Mal im Prison die Fairies getestet. Die sind in je nach Meta besser als die Leylines. Ja, genau. Und sobald die Meta halt wieder Richtung Dredge, wo halt Massengravechart unterwegs sind, da werden die halt schlecht. Werden die halt sehr, sehr, sehr viel schlechter. Und da ist es wirklich dann wirklich entscheidend, was man für einen Meta-Call macht.
Das ist halt super interessant, dadurch, dass man eben immer wieder sagt, so ja, Legacy sieht alles so gleich aus, jeder nutzt die gleichen Listen. Wie viel Impact so eine kleine Entscheidung vor einem Turnier haben kann, ist halt immens. Ob man jetzt eben Fairies oder Leyland spielt. Oder Relic. Oder Relic. Ich habe als ich mit Prison unterwegs war, habe ich mich einmal dazu entschlossen, Fairies zu spielen. Das hat mir 2-3 Matchups gewonnen. Dann habe ich gesagt, ich habe mein Glück ausgebracht. Ich nehme nie wieder Fairies mit, weil es halt gerade gegen Reanimator mit Exhume war halt der Wahnsinn. Einfach so ein 2-2 Fairy und die letzten paar Lebenspunkte aus ihm rausbieten. Das ist ja, oder der kommt halt zu nichts mehr. Ne? Gerade im Prison passiert das ja ganz schnell. Und vor allem die Fairy kannst du ja über eine Trinisphäre auch cyclen. Genau. Also es ist ganz witzig. Aber ich bin dann doch... Ich hab's halt auf X-Match mal gehabt mit einem Flux Stompy und hab mit dem Fire Flux Squad angegriffen und dachte mir so, jetzt bringst du ihn um und komm in so eine Fairy rein, weil ich die einfach noch im Sideboard hatte. War halt wirklich so dieses, du hättest jetzt noch 2 Schaden mehr gebraucht, da wäre alles Mögliche in diesem scheiß Deck drin gewesen. Ja genau, das muss man sich halt auch so ein bisschen überlegen. Ist ein Mulligan auf 5? Das ist natürlich schon sehr, sehr tief. Auf der anderen Seite, man will halt hier die Grapeshot Hate Karten haben. Ja, man muss dafür gehen, ne? Dredge ist halt manchmal auch so undankbar, wenn du dagegen spielst. Ja, da sind wir für eine Leyline. Also ist tatsächlich ein Split mit drin. Also wenn ich mich jetzt nicht total verguckt habe gerade eben. Ja, es kann natürlich sein, dass, weil das ja gerade die Leylines sind, die für dich ja auch ein bisschen unwahrnehmlicher sind, sag ich mal. Ja, kann auch sein, dass die dort waren. Ja, das sind die aus M... Was ist gerade? M irgendwas. Da, M10, M12, keine Ahnung. Da ich nur die Old Border kenne und spiele. Ja, beziehungsweise die First Edition. Ja, Guild Pack sind ja die Old Border, sind ja auch mit Guild Pack. Ja, das ist dasselbe Artwork. Sie hätten einfach das M21 Artwork reinslappen müssen, einfach nur um dich zu quälen. Das ist ein Swift Spear. Ja, und zwar einer im Old Border. Old Border Foil. Generell ist sehr, sehr viel in dem Deck schon Old Border Foil von Philipp. Ja, schön im Shooting-Star. Ja. Die Leyline aber nicht, das muss ich jetzt mal anprangern hier. Ja, Leyline ist nicht Old Border Foil. Noch nicht. Ja, noch. Ja, da beim Dredge-Spieler passiert wenig. Genau, gar nichts. Wahrscheinlich sehr verstörend. Zum Removen von der Leyline. Ja. Es kann natürlich auch gut sein, dass man hier einfach eine 6-Karten-Hand gehalten hat, in der Hoffnung, dass eben genau Fairies kommen und eben nicht Leyline. Ja. Und man jetzt ein bisschen drunter leidet, dass man keine Antwort für die Leyline findet. Ja, oder hat man eine 2-Mana-Antwort für Leyline? Hat der nur ein Land? Ja. Ja gut. Ein Land, Leyline, 5 Mulligan auf 5 im Burn. Boah. Das solide. Da wird eine Karte noch gezogen. Ja, hier sucht man, glaube ich, wirklich ziemlich hart nach. Ah, nee. Okay, careful study. Okay. Auch das zeigt nur an, dass man nach einer Karte sucht, um die Leyline zu removen. Das ist halt jetzt gerade echt irritär schlecht. Ja. Verliert man Leben, zieht noch eine Karte. Was hat man denn da von Hand gehalten? Das ziemlich gut. Ist ja auf jeden Fall auch LED und was nicht alles. Ich vermute, es ist wirklich eine Hand gegen Surgical oder Fairy, die ja beide auch in Burn gespielt werden können. All the bolts you can get. All the bolts, ja. Dann Beat runter auf 3 Leben. Upkeep tot. Draw. Zieht nochmal 2 Karten. Na, Komöbel und Stretcher. Sogar schon, ja, da schiebt man auch. Da geht man an. Ja, das war. Ja. Das war halt wirklich Reite zum Sieg. Genau. Ah, da sind Fairies drin, siehst du? Ne. Hat der echt einen Split? Ja, Split drin. Krass. Wow. Interessant. Aber da sieht man halt jetzt ganz schön, was einfach Dredge auch einfach für Schwachstellen hat. Und zwar Graveyard Hate. Wenn man halt ein pur Graveyard-basiertes Deck ist, was einfach nichts auf dem Feld wirklich machen kann. Ja, da passiert dann sonst nicht viel. Ja. Und man muss halt gut raten können, was der Gegner für Graveyard Hate spielt. Weil wie gesagt, es hätte ja natürlich auch sein können, dass hier eine Fairy Starthand ist, dass ein Surgical ist. Und, ja, stimmt, Surgical gibt es ja auch noch, kann man ja auch spielen. Genau, oder tatsächlich auch diesen neuen, den kannst du noch weniger machen, gegen diesen aus Modern Horizons 2, den grünen Dude. Ach, der dein Graveyard rein. Der einen Friedhof eines Spielers deiner Wahl in den Deck mischt. Ja. Der halt auch bei Dredge sagen kann, so, du nicht. Ja. Und dementsprechend schon ganz cool. Hier nimmt man jetzt Mulligan von Dredge-Seite aus. Geht der Dude selber auch mit ins Deck zurück?
Ja, ja. Stimmt, der Evoke-Trigger geht ja auf den Stack, dann kannst du die so setzen, wie du willst, möchtest, dann wird der erste Antwort und dann wird der drunter gemischt. Genau. Alter, ist das eklig, ey. Ja, wenn du nicht selber wählst, ist der wieder mit dem Deck. Das ist ganz witzig. Ja. Und ein Green Sun Zenith Target. Ja, das stimmt. Nicht, dass man den Zenith will. Malle, genau. 5 von Dredge. Man hat, glaube ich, die Lektion gelernt. Ja, scheinbar. Aber ich glaube, unter 5 will man dann doch nicht gehen. Der Burn-Spieler hat wie viel? 7? Ich glaube, 7 behalten. Boah. Was schon ziemlich strong ist. Was hat Dredge an Removal drin? Die Chain of Vapor haben wir gesehen. Diesen weißen, der ein Enchantment zerstört. Genau, im Normalfall ist da auch noch die Nature's Claim drin, die ja für ein grünes Mana ein Artefakt auf Verzauberung zerstört für 4 Leben. Das sind so die Basic-Sachen drin. Ja, aber du hast jetzt... Stimmt, du kannst gar keinen Force of Vigor spielen. Mhm. Du hast keine grünen Karten. Wenig. Also Manaless Dredge kann es tatsächlich tun. Hm. Ja, die haben aber auch Landgrant und so. Nee. Ja, vor allem haben sie die grünen Dredger. Stimmt, weil es sonst zu wenig gibt. Okay, da kommt der Bounce. Hm. Und jetzt kann man ein Spiel spielen, weil man jetzt eben versuchen kann... Okay. Kein weiteres Land ist nicht gut. Man hat zwar die Antwort gefunden für Leyline. Eidolon kommt oder so, das wäre richtig lästig. Ja, Eidolon finde ich fast noch okay. Ich sehe eher Schwierigkeiten, wenn jetzt irgendwie so Swift, 4 Bolt, 5 ins Gesicht. Also die Geschwindigkeit, die jetzt aufgebaut werden könnte von Burn, das sehe ich eher als Gefahr, weil der Dredge-Spieler versucht jetzt halt 1-2 Karten zu ziehen, um damit dann irgendwie ins Spiel reinzukommen, damit er anfangen kann, loszudredgen. Eidolon. Weil ich glaube, weil der Dredge-Spieler macht dann im Zweifelsfall nächste Runde einfach nur Careful Study oder Faithless Looting, schießt sich selber schon mal 2. Mhm. Boah, da ist ein Grabtroll drauf. Da ist gar nichts auf der Hand. Der Burn-Spieler ist bei 19. Ja. Nur für die... For the record. Aber das ist halt echt... Das ist halt genau das Problem, was Dredge halt manchmal hat. Das sieht man hier jetzt gerade wunderschön. 18, das sind 17. Mhm. Beat, 11. Das ist nicht verrückt gewesen. Ja, undankbar, wenn man da halt nicht dredgen kann. Die richtig guten Draws. Ja. Das passiert halt mit Dredge auch manchmal, was, wie gesagt, ein bisschen der Nachteil ist. Auf der anderen Seite, man hat ja auch in den anderen Games schon gesehen, wie explosiv Dredge halt auch sein kann. Mm. Also, ja, ich glaube, das war eine Leyline, die da auf der Hand war. Ja, genau, ich habe noch eine schwarze Karte auf der Hand gesehen, das war ja die Leyline. Ich dachte mir schon so, nett, dass er jetzt noch eine Fairy hat. Ja, wenn er jetzt noch eine Fairy ist, es kann natürlich gut sein, dass dann eine Fairy bei rumkommt. Aber das wäre natürlich dann noch vernichtender. Dann wäre noch mehr vorbei. Yes, yes. Es ist so schon meiner Meinung nach relativ weit fortgeschritten. Gerade wenn man jetzt sieht, der Burn-Spieler hat noch 4 Handkarten. Mhm. Gut, 3. Eine davon ist die Highlight. Ja, die eine wird nie wiederkommen. Da wird angegriffen. 9. Jo. Hm. Burn-Spieler müsste ja gut in Mathe sein. Von 20 runterzählen können wir. Ja. Da war noch ein Rare of Revelation, aber weiterhin kein Land. Und kein Lotus Petal und kein Lancer Diamond oder ähnliches. Hier wird gerechnet. Price of Progress für 2 Damage. Hä? Okay, fair. 2 für dich, 2 für mich? Ja. Wahrscheinlich einfach nur, weil wieder mal 4 Schaden auf der Hand. Ja. So, jetzt ist die Frage. Beat für 2, gibt man eine 5. Also hat man in 3 Handkarten 5 Damage? Das ist immer ein bisschen spannender bei Burn. Da aber das sieht auf jeden Fall so aus, als würde noch irgendwas kommen. Zweites Eidolon? Zweites Eidolon? Sonst würde man ja nicht so zögerlich spielen, wenn man das den Win auf der Hand hätte, oder? Noch ein Price. Okay, dann geht man runter auf 3. 13. Der Gegner geht auf 3. Und 3 ist ja machbar. Ja. Ja, das kriegt man hin. Gut, ja, dann. Wir haben mal von 20 runtergezählt, ne? 2-1 für Burn, 2 mega miese Spiele für Dredge. Und Burn hat jedes Mal gut gezeigt, was das Deck auch noch kann. Ja. Und ein knappes erstes Spiel. Ein sehr, sehr knappes erstes Spiel. Also es ist doch gar nicht so krass einseitig das Matchup, wie ich gedacht hätte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.